So. So, jetzt ist die Sache ja so, wenn man startet, sollte man wirklich erst warten, bis das Drehzahlmesser wieder zurückgelaufen ist. Ich glaube, 18 Programme fahren hier hoch. Das ist, damit dieses ECM da alles hochgeladen hat. Naja, ich habe jetzt meinen Plan. So, ich habe mich getankt, habe das Bike getankt, habe 370 Kilometer Reichweite. Und ich bin. Oh, was ist das jetzt hier? Was ist denn da los? Ah, da hinten fährt ja schon wieder irgendwas. Das wird wohl eine Ampel sein. Und hab auch die Harley-Navi mal angemacht. Guck mal, das sind so die Infos, die er mir jetzt anzeigt hier. Also bummelige 4 Stunden. 2031, 234 Kilometer. Da könnt ihr mal sehen, wie langsam man hier unterwegs ist, ne? Also für 230 oder 240 Kilometer brauchst du 4 Stunden. Und jetzt fahre ich mal eine E-Straße, also ziemlich flott. Noch, wenn der mich jetzt hier nicht platt fährt. Ja. Und wenn ich jetzt den Infoknopf hier links, das ist der in der Mitte, das sieht ihr ja da auch im Display, da wieder drauf drücke, dann fährt er die Info wieder runter. Und dann war es. Jetzt habe ich kein Headset an. Wenn ich das Headset an hätte, könnte ich dann mit dem Pfeil hier rechts, also das ist ja im Grunde genommen hier wiedergegeben, könnte ich jetzt meinen Lautsprecher ausschalten. Karte kann ich hier links reinzoomen, vergrößern. Und genau das ist ja das, was mir bei den anderen fehlt. Bei den neuen Tourern, da habe ich diese Funktion mit dem Rein-Raus-Zoomen nicht. Und da weiß auch noch keiner warum. Also, wir reden jetzt von August, also ich habe es noch nicht. Kann ja sein, dass sie es behoben haben. Jetzt geht da irgendwas. Ach, da steht ein LKW. Ist das nur wegen dem. Ach nee, da ist eine Ampel. Aber mal sehen, ob ich da noch mit rüberkomme. Das sieht doch jetzt schon scheiße aus, wie die fahren. Da ziehe ich gleich durch. Hätte ich mal sowieso machen sollen, nicht Dussel. Bauen sie die Baustelle nur wegen dem LKW oder was? So, komm, fahr. Ja, geht alles. Nur der parkt hier einfach mal so. In Norwegen ist es auch oft so, dass du durch die Baustelle geleitet wirst. Also beim Straßenbau in der Regel. Irgendwo da in der Wüste da. Da hast du dann immer einen, der fährt dann vor dir. Der holt dich ab und fährt vor dir mit der ganzen Kolonne dann durch die Baustelle. Sind auch Norweger. Ja, in Norwegen ist das Motorradfahren ja nicht ganz so günstig. In Anführungsstrichen. Die haben ja auch so, bringen so eine Steuern da drauf. Das ist wohl ähnlich wie in Österreich mit ihrer Nova Sonderabgabe. Aber weiß ich jetzt auch nicht. Ah, E134, da bin ich unterwegs. Naja, mit 40. Also hier geht es schon wieder los. Schneeketten. 1 Kilometer weiter Schneeketten. Dann weißt du ja, was gleich wieder kommt hier. Na, das kann es ja dann werden hier. Auf jeden Fall wird es sicherlich wieder schön. Wir haben ja immerhin angenehme Temperaturen. Wir sprechen von. Ach, da wollte ich nicht hin, da wollte ich hin. 27 Grad? Das kann nicht sein. Das muss jetzt hier doch so warm sein. Also gefühlt nicht. Ah, das kann vielleicht von der Baustelle eben kommen, dass er sich da so ein bisschen vertan hat. Oh, jetzt bin ich hier wieder irgendwo oben rausgekommen. Ist aber auch wieder hart, oder? Da geht so eine S-Kurve runter da. Da muss ich nochmal gucken. Was war das für eine Straße da eben? Das hier für eine Straße? Die kann man wohl auch fahren. Kann ja mal 2, 3 Meter fahren hier, oder? Was ist das hier, Alter? Guck mal da unten runter. Da fahren wir einfach mal runter jetzt, komm. Die Stunde kommt das auch nicht mehr drauf an.
Oh, Alter. Was ist das für eine Strecke hier? Schafe. Ding, 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 ding. Guck mal, wie hüpfen und springen können. Na, wo wollt ihr denn jetzt hin hier? Keine Panik. Mann, da hüpfen und springen die doch. Ich will ja auch hier wieder zurück. Alter, was eine Strecke, ne? Alter, oh, ich krieg da richtig Höhenangst. Alter, ne. Alter, das ist ja schlimmer als Treustiegen. Alter, ne. Da krieg ich ja Höhenangst hier. Guck dir das mal an. Ach, das kann ich auch nicht ab. Ich wollte ja im Willingen schon nicht auf diesen Skywalk. Alter, wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Oh, mir wird ganz schwindelig. Ich komme ja vom Flachland. Alter, das mache ich nicht. Wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Umdrehen. Aber manche Ideen sind ja wirklich scheiße, die ich habe. Hier geht das. Aber das da oben war eben hart. Wo ist denn das jetzt? Da oben. Seht ihr das da? Da. Oh, nee, Alter. Da drehe ich wieder um hier. Muss ich wieder weg. Oh, Alter. Was ist denn das für eine Steigung hier? Das ist nichts für ein Flachland-Tiroler. Guck noch einmal da runter. Da unten kommen die alle irgendwo hergefahren. Kann ja was sehen da? Ich denke mal schon. Ja, da kann man auch was sehen da unten. Da fahre ich aber jetzt nicht mehr lang. Oh, das war eine Scheiße. Die hier campen welche, wa? Machen Feuer hier und sowas. Wahrscheinlich, was ich hier 3 Tage für wie ich nach oben brauche. Oh, aber ja, nützt ja nichts. Dann muss ich da wieder zurück. Aber jetzt fahre ich an der Wandseite und nicht an der Außenseite. Gefühlt besser. Oh, mir ist ganz komisch so. Guck dir mal die Berge an hier, du. Oh, Alter. Ich sag ja, die höchste Erhebung bei mir zu Hause hat 183 Meter. Und hier brauchst du einen Fallschirm, wenn du hier runterfällst. Alter, hier im Winter? Alter, im Leben nicht. Warum, dass hier keiner um die Ecke kommt hier. Sorry, das ist nichts für mich. Das sage ich euch, wie das ist. Das ist gar nichts für mich. Ah, hier sind gleich die Schafe wieder irgendwo. Oh ne. Man kann sowas ja mal machen, ne? Man kann ja mal auf Entdeckungstour gehen, so einmal rechts abbiegen. Aber ja, aber ich will da ja nicht runterfallen, ne? Der Panamerika ist das egal, solange ich in der Spur bleibe. Ah, überall Schnee da hinten und ne. Was ein Glück, dass es hier nicht so kalt ist. Was haben wir denn überhaupt? 20 Grad, ja, das ist auch so gefühlt. Denn in den Bergen ist das nicht verkehrt. Also das geht für Berge. Oh, LKW. Der sich hier hochquält. Oh, den hätte ich mal noch schaffen dürfen. Oh, die alle hinterher. Na egal. Oh. Wahnsinn. 60 aufgehoben. Hey, 37 fährt er. Meine Navi hat sich auch komplett aufgehängt hier. Mal die von der Harley hier. Der weiß noch, wo ich bin. Die andere hat versagt hier. Da geht gar nichts. Egal. Oh, da hinten, ne? Mann, das ist echt der Hammer. Ich sag ja, ich kann hier stundenlang das Video laufen lassen. Da wird sich YouTube ja bedanken. Für die ganzen Daten. Das ist hier so ein Pass, wo ich hochfahre. Hier ist ja auch schon, da sind ja schon wieder Wetterstationen und all sowas. Da gibt es wohl heute noch mal ein Foto da oben. Aber du fährst dann halt auch mal 36, 34, Alter. So, ich schalte gleich mal wieder an, wenn ich an allen vorbei bin. Und wenn ich, oder wenn ich am Pass bin. Ist das jetzt so eine Baustelle?
wo sie uns mitnehmen. Also irgendwas ist ja hier jetzt gerade. Eigentlich ja. Manuelles Dirigieren. Ja, jetzt geht's hier weiter. Jetzt werden wir hier durch die Baustelle geführt. Das scheint ja auch eine... Ich weiß gar nicht, was sie hier bauen, aber irgendwas werden sie hier schon machen. War das jetzt die Baustelle? Oh, jetzt geht's außen rum. Die bauen im Tunnel. Na, jetzt gibt's eine kleine Extrafahrt hier. Alter. Ah, deswegen auch. Ja, wegen den LKWs hier. Oh, wo fahren wir denn jetzt lang? Die Strecke ist bestimmt auch so für die Kühe und Schafe gedacht. Naja, Hauptsache, das ist nicht wieder so wie eben. Oh, guck mal, da fahren die. Die LKW-Fahrer sind sowieso schmerzfrei. Die habe ich schon auf Strecken gesehen, da hätte ich nie gedacht, dass überhaupt ein LKW fahren würde. Also wenn die da drin im Tunnel was bauen, ist schlecht, ne? Das kann echt eine abenteuerliche Strecke werden. Da soll ich mal fragen, ob ich durch darf da. Guck mal an, das Ding ist voll beladen. Und er kämpft hier. Da brauchst du ja mit so einer Lok brauchst du ja auch richtig Power. Mal, warum nicht, ne? Mal so eine kleine Sonderfahrt. Mit Führung. Mal eine geführte Sonderfahrt. Und es geht auch wieder bergauf. Vielleicht sollte ich ein bisschen Abstand halten, falls der sich da mal verschaltet. Weiß gar nicht, aber die haben ja heute alle schon diese Hightech-Automatik da laufen. Aber schöner Ausblick hier, ne? Fährst durch den Tunnel, siehst du das ja gar nicht. Ich komme ganz schön weit hoch. Aber weißt du was, so mal eben anhalten ist aber auch schlecht. Guck mal, wie er hier rumjonglieren muss. Der da hinten auch. Da sind wieder die Schafe. Ja, die halten das Gras kurz hier. Glaube ich schon wichtig, ne? Dass hier so die Schafe sich um das Gras kümmern. Obwohl ich ja kein Schäfer bin. Oh, guck mal da. Da hinter den Bergen. Also ich kriege hier noch Schnee zu sehen. Ja, wie hoch bin ich denn hier? Das ist ja toll. Also solche Strecken, da müssen wir tatsächlich mal Ausschau halten, dass wenn so ein Tunnel kommt, ob man da irgendwie vorher über den Pass dann fahren kann. Also da, ne, der Tunnel geht ja immer irgendwo durch. Man könnte jetzt natürlich mal rechts abbiegen, so wie die da hinten. Und dann schleust du dich in so eine, die nächste Runde wieder rein. Guck mal, das scheint ja, das ist ja auch mega hier. Guck mal, die campen da hinten auch. Das kannst du hier natürlich auch machen. Das ist natürlich ideal. Mann, ist das geil. Das ist doch wohl mega, oder? Das sieht echt super aus. Und diese Felsen hier überall, oh Mann. Total schön. Und jetzt kannst du hier, also ich bin hier echt hoch, ne? Also auf meiner Höhe ist ja überall Schnee da drüben. Und überall diese Gletscherseen hier. Hier ist Schnee. Also der ist noch nicht weggetaut. Also hier hätte man ja auch mal zelten können, da irgendwo neben so einem Schneehaufen. Zwischen den Schafe. Na, Alter, nimm mal die Kurve nicht so eng hier. Seine Achsen da hinten da im Freien hängen, ist er weg. Man gibt Klicks, würde ich sagen, aber das will ja keiner. Aber solche Klicks will ich auch nicht haben. Ui, na denn, aber das geht noch. Aber hier ist wieder zu Ende, aber war doch geil, oder? Geile Strecke, du. Das ist die Hauptverkehrsstraße hier, das darf man auch nicht vergessen, ne?
Und der andere, der da jetzt eben stand, der letzte da, das ist das letzte Fahrzeug. Wenn der wieder durchkommt, wissen Sie, sind eigentlich alle raus. Normalerweise, wenn sie da nicht alle am Trödeln sind und gucken. Oh, geil. Oh, schmeißt ja ganz schön Dreck hoch. Hat sich aber gelohnt. Aber der scheint richtig voll zu sein mit dem Ding hier. Und hier den, Deutschland, Norwegen, 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 Norwegen. Norwegen mit Wohnwagen, Hamburg. Ja. Das ist schon mega. Das war eine super Tour jetzt. Eine super, super, super duper Tour. Alter, ich habe keine Ahnung, wie ich das mit den Videos machen soll. Da muss ich ja einzelne Teile von machen. Also bei solchen Besonderheiten, das wäre ja sonst viel zu schade, wenn das irgendwo hinten mit dran ist und dann sieht es ja keiner, weil keiner da irgendwie eine Stunde am Video hängen will. Das muss ich wohl kürzer machen. Ja, ich werde mir da ein bisschen mehr Zeit für nehmen. Das nützt alles nichts. Das muss ich alles raussortieren dann und mir genau angucken. Das wäre sonst zu schade. Hey, hey. Geil hier, du. Jetzt zieht sie aber auch wieder. Guck mal, zieht er mit seinem LKW auch ab hier. Mit seinem Sechsachser da. War das jetzt ein Kühler? Ich glaube, das ist nur ein Kühlbox, aber ein Kühlauflieger ist das, glaube ich, nicht gewesen. Aber hier, guckt euch mal die Schneeflüge an, du. Mein lieber Mann. Richtig fette Dinger da. Jetzt kommt ein 6 Kilometer langer Tunnel. Den brauche ich ja nicht aufzeichnen. Alter, jetzt auf einmal bremst er hier voll ab. Ach so, das wird dann mal eng beim Gegenverkehr. Naja, das ist auch schmal hier. Also Tunnel kann auch mal spannend sein. Also so zwei Sattelzüge haben da nicht unbedingt Platz. Das ist ja auch so ein Abenteuerjob hier bei denen. Mal guck das erstmal an da mit seinem Sattelzug. Der hat nicht viel. Da kommt wieder was. Ja. Aber noch weit weg. Aber er nimmt hier die Bucht. Mal gucken, da kriegen wir mal ein bisschen dichter an hier. Der lässt den da kommen. Aber dann kennt er ja auch die Strecke hier. Aber dafür hätte er ein bisschen früher halten müssen, weil die Bucht fängt ja da hinten erst an. Alter, jetzt kommt der da angeblasen. Oh. Aber passt. Ja, hier ist das los. Noch einer. Mit seinem Camper. Aber wenn ich jetzt schlau bin, überhole ich den einfach, ne? Sonst komme ich ja nie aus dem Tunnel raus. Was kommt da denn angefahren? Irgendwas mit vielen Lichtern. Ja, also auch ein Tunnel ist spannend, ne? Tunnel, Tunnel, und da tunnelt immer noch. Alter, das ist das Ende ja auch wieder gar nicht. Noch 2 Kilometer. Alter, jetzt habe ich den aber im Nacken, nur. Das fand er wohl gar nicht gut, dass ich an einem vorbeigefahren bin. Guck mal, da kommt er angeflogen von hinten. Hier ist 70. Das mit den LKW-Fahrern ist auch zu geil. In der Schweiz, der hat mir gleich direkt mal einen Finger gezeigt. Und dass er mich noch mitnimmt hier. Das ist auch immer zu geil. Alter. Den werde ich bestimmt nicht los in LKW jetzt. Aber da hinten ist wieder Tunnelende. Nee, er gibt auf. Er hat aufgegeben. Genau, er hat wieder gebremst. Da ist er raus aus dem Spiel. Was? Ah ja. Da möchte ich wetten, dass er Gas gegeben hat.
Die Dinger laufen doch bestimmt 100 bei denen hier. 110 oder sowas. Der ist immer noch weg, ja, ja. Das ist aber geil. Alter, so ein, selbst so eine Tunnelfahrt kann ja lustig sein hier, Mann. Ja. Dabei sehen wir ja eigentlich gar nichts. So, jetzt kommen wir hier raus. Da ist gleich links ist ein See. Oder ein Gletscher oder was. Oh! Alter! Oh, und dann hier gegen so einen Pfosten fahren. Der ist ja überhaupt nicht markiert. Da abends mal ein bisschen angefahren kommst und ein bisschen rumbleierst, dann hängst du in den Pfosten drin. Also ich wäre so ein Kandidat für sowas. Weil hier so mal ein bisschen gucken, von der Spur ab und peng. Der ja nicht, der ist ja nicht verteert, der andere stand ja am Teer drin. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin, ne? Aber geil, oder? Ich meine, du kannst ja nicht immer überall anhalten. Das hat schon was hier. Kommen Sie an, die großen Trucks. Ja, das sind so Hauptverbindungsadern. Hier fährt alles. Jetzt wird es auch windig. Geil. Ja, was kommen wir denn da entgegen? Die wollen Richtung Norden, haben sie gesagt. Ja, irgendwas, ne? War auch geil, da im Hintergrund der Schnee. Da fahren sie. Da kommt der Truck wieder nach hinten. Weil vor 80, ne? Wo kommt der denn jetzt her? Das gucke ich mir jetzt mal an. Ich fahre jetzt erstmal bei der 80. Tempomat. Und dann gucken wir mal, wie lange das dauert, bis der wieder hinter mir ist. Mach mal 81. Was eine geile Gegend, du. Mein lieber Mann. So viele Akkus kannst du gar nicht mitschleppen. Alter, guck dir das mal an, du. Herrlich. Links, rechts ist Schnee. Saugeil hier. Ja, das ist so wie diese Hauptverbindungsstrecken sind, ist immer irgendwie geil. Das ist ja so wie auch da, wenn du so diese Trucker-Serien da in den USA guckst, da. Alaska und wo sie da nicht überall am Rumfahren sind. Oh. Lautstärke, sagt mein Handy, wieder ist zu laut hier, wo ich bin. Kann mich mal. Bleibt so, wie das ist. Sag zwar immer, Norwegen ist leise, 17 Grad. Alles gut. Ist auch ein herrlicher Blick hier. Da hinter mir scheint die Sonne. Selbst Hauptstraße fahren macht Spaß. Ich bin immer wieder, also das ist auch schon Rausch. Ja, was kann man denn sonst mal sagen? Vielleicht mal noch mal zwei, drei Worte zu Panamerika. Mahlzeit. GF, wo kommen die her? Guck mal, da ist er schon wieder. Hinter mir. Jetzt bin ich auch ein bisschen runtergegangen. Hier so ein Tibi. Also die Panamerika macht das schon ganz geil. Vor allen Dingen, was ich ja auch gut finde, ist, dass sie so nicht so in der Breite aufträgt. Ne? Und diese Cashbacks, die ich da an der Seite habe, da, die sind natürlich auch so Windschutz noch. Ne? Alter, guck mal, da kommt der angeflogen, der überholt mich noch. Jetzt soll ich hier 50 fahren. Ich fahre mal 60. Das ist so geil. Mach ja gar nicht abschalten hier. Was machen die denn da? Was fotografieren die denn da jetzt? Wahnsinn. Ja, ich werde mal abhauen. Hey, da kommen die Schafe. Wir haben nur einen kleinen Schlenker gemacht. Ja, wenn ich dazu hätte, natürlich auch sein können, dass die sich erschrecken. Aber ich glaube, da wäre ich der 75. am Tag, der da am Hupen ist. Das ist ja mit den Rentieren auch nicht anders. Aber Schafe. Was willst du machen, ne? Der Norweger, der wird sich da ins Fäustchen gelacht haben, nach dem Motto, was will der doofe Deutsche denn da jetzt? Wenn die Schafe nicht stehen bleiben, haben sie ein Problem. Ja, da war wo das Stehen ein bisschen dumm. Alter, das Material, womit die am Arbeiten sind, ne? Oh, geht gleich was ab. Mein Akku ist gleich alle hier. Scheiße. Oh, hier, guck dir mal den Schafbock an hier. So ein schwarzer Bock. Aber er scheint ja auch irgendwie es jetzt überlebt zu haben. Mann, du. Das ist auch irgendein Nationalpark, wo ich hier am Fahren bin.
Aber ich werde jetzt mal abschalten, weil mein Akku, glaube ich, gleich leer ist. Wow. Das ist doch geil, oder? Ampel könnte sein, dass ich die Akkus tauschen kann. Das könnte sein.